Mein Team. Moi Team. Mein Team. Moi Team. Mein Team. Squadra Ima. Mein Team. Mein Team. Dein Team. Mein Team. Finde jetzt dein Team. Ohne den nach seiner fünften gelben Karte gelb gesperrten Moritz Reinhardt und ohne Luka Garic, der im Vergleich zum Heimspiel gegen Hessen-Kassel diesmal nur auf der Bank saß, ging die SG Barockstadt ins Spiel gegen Astoria Waldorf. Die Gegentribüne gesperrt, weil hinter der Tribüne gearbeitet wird und tiefe Löcher sind und daher nur auf der Haupttribüne Zuschauer heute 974 an der Zahl, die das Spiel sehen wollen. Gewinnt die Barockstadt, dann ist der Klassenerhalt schon 6 Spieltage vor Schluss eingetütet. Eine klasse Leistung der Mannschaft von Sedat Göran. Und es sieht sich ganz gut an. Das ist Robin Fabinski erstmals in der Startelf. Und Dennis Owusu wird kurz vor seinem Abschluss geblockt. Die erste ganz gute Möglichkeit für die SG Barockstadt. Dann spielt Christian Gaudermann hier Dennis Owusu an und dann ein wunderbares Solo. Er dreht sich in den ersten hinein, überläuft den zweiten, das erinnert so ein bisschen an Marius Löbi gegen Kickers Offenbach, den dritten stehen lassen und auch noch den vierten und dann sein Schuss aus der zweiten Reihe. Aber keine Gefahr für Luis Idjakovic, aber schön anzusehen, die Szene von Dennis Owusu. Und dann, aha, einer hat es doch geschafft, auf die Gegentribüne. Er saß da ganz mutterseelenallein, er wollte einfach mal in Ruhe Fußball schauen. Sei ihm gegönnt, was er sah, war wieder eine Möglichkeit für die Gäste aus Waldorf. Und hier verstolpert ihr Torjäger Niklas Antlitz die Möglichkeit. Glück für die Barockstadt in dieser Szene. Ihr seht, es gab einige gute Möglichkeiten in diesem Spiel. Auch die nächste wieder riesig. Achtung, Müllers vertändelt den Ball gegen Tobi Göbel, der macht das klasse. Läuft alleine auf das Tor zu. Die Frage ist, warum will er hier vorbeigehen und schießt nicht eher? So kann die Mannschaft aus Waldorf in höchster Not klären. Dann wieder eine Szene der Gäste. Es war wirklich eine muntere erste Halbzeit, gut anzuschauen. Und die Möglichkeit nach diesem Gestockere für Marcel Kahl, den Kapitän der Astoria, Samuel Zapico, hat den Ball. Hier hat er den Ball. In der nächsten Szene hat er ihn nicht. Leon Pomnitz verliert ihn. Und dann kommt hier die Szene des Tages. Ein Schuss aus 60, 65 Meter. So ein Ei hat Zapico schon vor einer Woche in Hoffenheim kassiert. Damals 90 Meter, hier sind es 65. Marcel Kahl, Astoria Waldorf führt 1:0 in der Johannesau. Ja, und Zapico natürlich der traurigste Mann am Platz. Schon wieder so ein Tor gekriegt, obwohl er in der Regel ganz gut hält. Die zweite Halbzeit hinein, Dennis Owusu mit einem Distanzschuss. Die Barockstadt wollte das 1:1 machen, aber es war irgendwie nicht ihr Tag und dann kam es eben so, wie es ab und zu kommt. Im Fußball, Astoria Waldorf spielt sich hier frei, das ist mit der 7, Tim Fahrenholz und dann kommt der Ball in die Mitte, sauber gespielt, das zweite Tor, Arion Erbe, der Torschütze, 0:2. Ja, jetzt würde es schwer für die Barockstadt, das wusste jeder hier. Aber sie kamen heran. Leon Pomnitz an die Unterkante der Latte und dann der eingewechselte Jan Lüttke. Und das war der Anschlusstreffer und noch 20 Minuten Zeit, um noch den Ausgleich zu erzielen. Aber es war nicht das Spiel der Barockstadt. Die Barockstadt heute nicht sonderlich überzeugend. Im Gegenteil, 90. Minute, es ergaben sich natürlich immer wieder Konterchancen. Gute Möglichkeiten für die Barockstadt gab es nach dem 1:2 nicht mehr. Aber dann hier die Chance. Ihr seht, die Nachspielzeit wird unten angezeigt, die Chance zum 1:3, der Konter auch, ja, und was macht Kevin Krüger da? Ja, die dicke Möglichkeit, Matthias Born, sein Trainer, flippt da unten bald aus, den muss er einfach machen, aber er bekommt die zweite Möglichkeit, 94. Minute, der letzte Angriff des Spiels, ja, die Frage ist, nimmt er den Ball hier mit der Hand? Kann durchaus sein, egal, er pfeift nicht, viel geändert hätte es wahrscheinlich eh nicht, wenn der Pfiff gekommen wäre. Die Barockstadt verliert mit 1:3 gegen Astoria Waldorf. Kein Beinbruch, aber diesmal vielleicht eine der schwächsten Saisonleistungen in dieser Spielzeit. Schwamm drüber, nächste Woche geht's weiter mit dem Spiel bei Schlusslicht Rot-Weiß Koblenz.